Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. So, zuerst einmal muss ich echt zugeben, ich habe ein bisschen Scheiße gebaut. Also, ihr habt euch bestimmt schon gewundert. In der letzten Folge kam ja... nicht besonders anfangen. Ich hatte ja... ja, jetzt muss ich nur noch... Moment, meine Worte ein bisschen finden. Moment, dauert einen kleinen Moment. Ich hatte ja in der Aufnahme, die ich zuletzt gemacht hatte, also in der Folge von gestern müsste das gewesen sein, oder, nee, vorgestern, müsste ich ja gesagt haben, ich wollte, war mir noch nicht sicher, ob ich die eine Folge hochlade, bezüglich, weil wegen Englisch, und das kann man nicht so gut an. Okay, so, ist ja schön und gut, dass ich das jetzt nachgefragt habe, ob ich das hochladen soll. Ich habe die Folge irgendwie trotzdem doch dann noch hochgeladen, weil ich bin eine Idiot und ich nichts da drauf habe. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, mal wenigstens dann noch ein bisschen zu eurer Befriedigung, dass ihr ein bisschen gelacht habt. Und wenn nicht, also war auf jeden Fall jetzt erstmal die wirklich für längere Zeit die letzte Englisch-Folge. Kommt hier gerade nichts mehr an? Wieso kommt da nichts mehr an? Da, die müssen doch arbeiten. Wieso gearbeitet nicht mehr? Da habe ich schon gehört, die nicht gearbeitet. Ist sie fertig? Nee, die ist noch nicht fertig. Aber wieso arbeitet die nicht mehr? Darf ich das mal wissen? Wieso arbeitet die? Oder auch nicht mehr. Wie ein verrücktes Wiesel gerade, meine Güte. Nein, das schöne Fleisch. Da gehe ich jetzt auf jeden Fall gerade nachschauen, ob die überhaupt arbeitet. Ey, Moment, 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 Moment. Hallo, hallo, hallo. Stopp. Kommt mir mal ganz schnell die Energie. Verloren, aber egal, wieso arbeitet der? Das wundert mich sogar gerade richtig stark. Der sendet Items, bekommt Energie, soweit richtig. Owner Only ist auch. Das hat mich jetzt gerade echt verwundert. Also, ach, was ich noch gar nicht angesprochen habe, ihr seht ja, ich habe ein anderes Texture Pack, wo wurde ja von euch gewünscht. Ich glaube, ich weiß wieso. Der hat noch so viele Cobblestones drin, oder? Ja. Scheiße. Verdammt, wollte ich sagen. Das habt ihr mal gerade ganz schnell überhört. Das ist jetzt natürlich jetzt nicht so prickelnd. Okay. Der hat noch einen Slot frei. Haben wir irgendwo noch ein Upgrade rumfliegen? Boah, das hat mich gerade ein bisschen aus der Fassung gebracht. Hier haben wir nicht. Boah, ich muss mich teilweise noch an das Texture Pack gewöhnen. Ich meine, ich mag es auf jeden Fall. Nee, haben wir glaube ich nicht mehr. Okay, verdammt. Wie machen wir das denn jetzt? Ich glaube, wir machen das über die Trashcan am besten. Haben wir ja schon mal genug Cobblestones. Können wir die hier noch anschließen? Natürlich nicht. Dann machen wir die hier ran. Ja, die hat doch ein Pneum. Hat die kein Pneumatik? Muss ich auf jeden Fall noch ein Servo reinmachen? Ansonsten geht das total in die Hose. Scheiße. Na, so fängt natürlich eine Aufnahme richtig schön an. Die wächst noch. Okay. Servo. Haben wir gar keinen mehr. Auch nicht schlecht. Dann mache ich mir da gerade ein bisschen Glas. Also, ich werde auf jeden Fall jetzt in nächster Zeit werden wahrscheinlich ein paar Folgen nacheinander kommen. Ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, mal die Weihnachtszeit so ein bisschen zu überbrücken. Wir haben jetzt heute, wo ich das... Wow, die Äste sehen ja teilweise krass aus. Pyrotium, das sogar animiert. Wahnsinn.
Auf jeden Fall, ich wollte die Weihnachtszeit überbrücken. Wir haben jetzt heute den 20.12. und ich wollte jetzt heute soweit alle Folgen aufnehmen, damit ich das hinter mir habe. Und ja, ich muss mal halt schauen, was ich heute alles machen werde. Der Servo sieht ja auch geil aus, bin ich ehrlich. Und ich glaube, es wird langsam echt mal Zeit. Wow, hör mal leck. Für ein ME-System. Was ich jetzt aber zuerst machen möchte, ist wirklich mal hier die Anlage fertig. Ich bräuchte jetzt mal ganz schnell ein. Ach, ich habe eine Stahlaxt. Ich wollte schon sagen, was ist denn das für ein Material? Nein, ich wollte ja zum Item Duct. Und zwar Whitelist, Cobblestones. So, dann sollten jetzt eigentlich nur noch Cobblestones da lang gehen. Das sollte eigentlich so klappen. Auch manchmal. Und more Power! Die sollten dann jetzt auch nicht mehr rausfliegen, würde ich auch hoffen. Ich würde jetzt am liebsten auch über den Ender-Chest laufen lassen, aber das geht ja leider nicht. Jawohl, jetzt geht das auch wieder rein. Sehr schön. Okay, was wollte ich eigentlich machen? Ich wollte mir nochmal hier die Maps so ein bisschen ansehen. Mittlerweile mal. Ja, Bienen müssten wir auch nochmal was machen. Das Haus sieht ja auch richtig geil aus hier, finde ich, mit den roten Steinen. Und die Rotary-Craft-Maschine, ja. Blastfurnace sieht interessant. Boah, das sieht immer richtig geil aus, das Interface. Bin ich ehrlich. Ja, das müssten wir alles noch automatisieren. Die vollkommene Automatisierung. Und ich Vollprofi habe natürlich wieder vergessen nachzuschauen, wann ich die Aufnahme gestartet habe. Scheiße. Mann. Ich will doch nicht so oft Scheiße sagen, wie es ist. Ich habe es gerade. Ich halte einfach die Klappe jetzt davon. Ich bin Vollprofi hoch 10. Okay, die Fluorite wollte ich eigentlich auch nochmal mir aufheben. Ja, was wollte ich machen? Ich wollte eigentlich. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Ich wollte ja noch ein neues Gebäude aufgebaut haben. Ich glaube, da arbeite ich sogar mal mit Limestone. Ich dachte, da wäre ein Zombie. Auf jeden Fall, wir arbeiten heute mal ein bisschen mit Limestone, denn wir wollen heute ein neues Fabrikgelände machen für die kleine Anlage, die wir da haben. Und zwar die Holzfarm. Ah, nehmen wir nochmal was mit. Denn wir wollen da jetzt endlich mal eine ordentliche, komplette Verwertung davon machen. So, dafür wollte ich dann hier ein kleines Geländer aufbauen. Mach mal hier so. Und da habe ich auch nochmal was ganz Besonderes vor. Und zwar machen wir jetzt gleich auch nochmal ein paar Energiezellen, damit wir den ganzen Strom auch ordentlich auffangen können. So, hier wollte ich ja mit den Limestone Bricks arbeiten. Ja, kann man machen. Sieht ganz cool aus. Und ich werde mich auch hüten, hier mit Holz zu arbeiten in der Nähe der Holzfarm. Ich glaube, das werde ich sogar wirklich mal komplett aus Limestone machen. Na, du kleines Schaf hier, Butchi, Butchi, Butchi. Oh, du bist fast tot. Puh, dann tschüss. So. Doschelpeter, Tierfreund von morgen. Oder so ähnlich. Ich glaube, ich mache hier einfach mal so komplett aus Limestone. Es wird das einzigste Gebäude sein, was ich zwar je mit Limestone gebaut habe, weil ich ihn eigentlich total hässlich finde, aber irgendwann muss ja auch mal mit dem passieren. Und eins habe ich mir vorgenommen, wollte ich aus Limestone bauen. So, hier kommt dann die ganze Holzversorgung rein. Natürlich nicht in den kleinen Karbunker hier. Das wird eigentlich nur so eine Ankunftsstelle für den Strom, würde ich es mal nennen.
Und dann wollte ich hier unten drunter, wollte ich eine größere Fabrikhalle aufbauen. So, machen wir einfach noch ein Flachdach, ganz ehrlich, das wird einfach ein ganz kleines Kackgebäude. So, ich weiß leider noch gar nicht, was jetzt so der Krypta da hinten oder dem Mausoleum, wie ihr es auch nennen wollt, mir relativ egal, was er dazu gesagt hat. Das bin ich echt mal gespannt. Ich werde auf jeden Fall auch, wenn hier die Folge vorbei ist, also ihr gesagt, die kleine Serie hier, so nenne ich es mal, bezüglich der Verarbeitung, werde ich auch noch was ganz Besonderes machen, und zwar einen Mod noch einfügen. Habe ich Fackeln dabei? Ja, habe ich. So, kann ich noch was spawnen? Nö. Gut, Weg machen wir dann später. Entschuldigung, da musste ich mal kurz mich muten. Ich habe gerade ein bisschen gehustet. So, legen wir uns gerade schlafen. Und dann wollte ich zwei Elevator kurz machen. Die Enderperlen sollten wir ja jetzt haben. Haben wir Wohle, Wohle, Wolle, 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 Wolle haben wir nicht, aber wir haben Fäden und daraus machen wir uns schöne Wolle. Ich glaube, das sollte sogar schon für zwei Elevator reichen, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und da ich keine Mathe kann, werde ich mich verzählt haben. Mir ist aber auch echt schon aufgefallen, dass ich seit ich aufgehört habe für die Zeit vom Aufnehmen, plapper ich echt wie. Mir fällt jetzt kein Sprichwort ein. Plapper ich wie ein Esel. Ich weiß gar nicht, ob das ein Stichwort ist, aber jetzt ist es ein Stichwort. So. So, graben wir uns gerade mal ein bisschen runter. Ich will hoffen, dass ich jetzt die circa auf das Haus treffe. Kriegen wir sogar noch ein Eisen geschenkt. Ah, weißt du was, das kannst du so vergessen. Machen wir das mal so. Probeweise. Ja, das hat ja sehr schön funktioniert. Dann muss ich mal kurz. Womit kann man denn. Konnte ich das mit der Hand bauen? Oh ja, Tatsache. Springen wir nochmal kurz hoch. Der Elevator kann ja auf jeden Fall schon mal dahin. Gut, klappt. Solange wir natürlich Level haben. Und ich voll Profi habe vergessen, ich wollte mal kurz die Koordinaten merken. Minus 438, 166. Alles klärchen. Boah, heute habe ich es aber auch wieder mit dem Husten. Das war minus 438, 166. Ach, hier haben wir ja das noch. Oh, weißt du was? Doof, 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 doof. Ach, hier sind wir auch schon. Habe ich sogar viel zu tief gegraben. Gut, dann setze ich mir mal hier ein paar Fackeln, damit das ein bisschen schöner wird. Ja, der Schönheitsfaktor, wir wissen es. Und ganz ehrlich, so tief will ich das eigentlich auch nicht haben. Machen wir das hier nochmal zu. Hier haben wir noch Keystone. Nein. Kann der hier rein? Wundervoll.
Und dann bauen wir hier ein bisschen aus und treffen auf eine Höhle. Ach, einen unterirdischen See. Was ist? Das ist böse. Okay. Ich bin von Grund aus neugierig. Sollte man jetzt gemerkt haben. Das werden wir auf jeden Fall noch zumauern müssen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal schauen, dass wir hier Platz kriegen. Und natürlich das Ausleuchten nicht vergessen. Und wir brauchen Platz. Und zwar, wie gesagt, will ich hier diese ganze Anlage nach da hinten verfrachten. Und wieso kommt trotzdem noch Cobblestone hier rein? Ach, ich muss das echt demnächst mal anders lösen. Ich habe mir aber auch schon mal so einen Plan ausgedacht, wie ich das lösen möchte. Aber na gut, so kommen wir später. Ja, die Schaufel kann nämlich neuerdings auch Fackeln setzen. Wusstet ihr vielleicht schon? Vielleicht auch nicht. Ich wusste es nicht. Das finde ich immer noch so genial, dass das teilweise am Rumpfang ist mit den Tinkerswerkzeugen. Ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile behoben ist. Ich habe gar länger kein aktuelles Modpack mehr gezockt, also auf der 1.7er Version. Aber naja. Das müssen wir auf jeden Fall wirklich noch zumachen. Das gefällt mir ja nicht. Und komm, wir haben eher Erde auf Tasche. Ich weiß ja nicht, ob man damit irgendwie was machen kann, aber ich glaube, diese Gülle findest du wie Sand am Meer. Wo ist halt nur noch ein Meer? Es geht hier noch weiter. Ach du, ja. Auf jeden Fall den Tümpel mache ich hier noch zu, dann unterbreche ich mal diese Aufnahme. Komm, machen wir das nochmal ein klein wenig schöner, also klein wenig weg. Schöner wird das auf jeden Fall später noch gebaut. Ich glaube, das wird jetzt hier erstmal nur zweckmäßig, damit wir was haben. So, dann einmal mit der Schaufel drüber. Mach mal hier den so. Ja, den noch weg. So, kann der irgendwas spawnen? Nein, ganz nicht. Wundervoll. Ich würde sagen, dann bauen wir hier später die ganze Anlage rein. Das kommt aber in der nächsten Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wie so trage ich Lederschuhe, egal. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft TechWorld 2 mit mir, euren DoschLP. Bis dahin, tschüss.